Moin Leute, am heutigen Tag werden mal wieder ordentlich Tiere miteinander gekreuzt, wie zum Beispiel Maniel, halb Löwe, halb Wal. Und Leute, beim letzten Mal haben wir 1 Million Euro ausgegeben, wir sind auch so gut wie pleite, wir haben nur noch 10.000. Und zwar, nee, ich will nicht zur Züchterin. Wie sieht die eigentlich aus? Und zwar haben wir unser erstes exotisches Tier freigeschaltet. Da sehen wir es, der Drache. Und den müssen wir uns am heutigen Tag kaufen, um ihn mit unserem Wallöwen zu kreuzen. Oder irgendwas anderem. Wir werden uns schon was überlegen. Wir haben auch noch einen Alpaka. So, wir werden jetzt aber erstmal so, warte mal, 135.000. Wir holen die beiden, hier Manuels Mutter und Mini-Paluten holen wir mal vom Züchter zurück. Nee, möchte ich gerne stornieren, ja. Weil was sind die wert? Oh, Manuels Mutter ist ja 140.000. Und Mini-Paluten 100... Okay, Mini-Paluten, du musst leider weg. Pass auf, gleich gibt's Schlägerei. Nein, nicht du. So, einmal verkaufen. Eileen ist 135. Wir müssen genügend Kohle haben, damit wir uns den Drachen kaufen können. So, dann verkaufen wir hier einmal. Eileen, dich werden wir noch einmal sauber machen. Fressen, spielen. Ja, wir müssen die eigentlich alle, ja, verkaufen. Gut, dann haben wir jetzt noch Mängels Mutter. Und wir holen uns jetzt den Drachen. Als ob, Junge. So, den nennen wir natürlich Palette, der krasse Drache. Die Frage ist, ja, die teuersten Sachen sind Blauwal und Drache. Wir könnten natürlich gucken, mit viel Glück, wenn wir noch uns ein legendäres Tier holen, kriegen wir vielleicht das krasseste hier. Ja, komm, wir gamblen einmal, aber dann müssen wir züchten. Eine Giraffe! So, aber die Frage ist, was ist die Giraffe wert? Wahrscheinlich nicht so viel, ne? Ah, 100.000. Ah, das wäre geil gewesen. Ja, aber wir müssen züchten. So, einmal bitte zur Züchterin. Züchten. Palette. Mit Manuels Mutter. So, und dann müssen wir jetzt rausballern. So, zack. Einmal gezüchtet. Und es kommt raus, wenn man Wal und Drache miteinander kreuzt. Junge, ist der hässlich. Den nennen wir Manuel. Dann möchte ich, wir müssen echt wirklich viel züchten jetzt. Danke. Und? Oi, der sieht schon ganz krass aus. Den nennen wir Maudado. Junge, das ist, hier, wie heißt das? Wie wird das geschrieben? Nessie? So? Hier, das ist das Monster von Loch Ness. Er kann einfach nix. Boah, die sind ja 170.000 wert. Und die sind noch super jung. Oh, Leute. Das wird so viel Cash-Mash geben. Aber ich muss mehr produzieren. Okay. Aber ich darf auch nicht zu viel produzieren, weil sonst reicht mein Geld nicht für die Pflege. So, wir lassen das jetzt erstmal so. Bibi? Den Namen habe ich jetzt aber hier nicht eingestellt. So, das ist Zombay. Das ist der süße Maxify. Das ist natürlich mein kleiner O-Saft. So, passt alles. So, jetzt werden wir erstmal schlafen. Tag 87. Tag 88. Tag 89. Tag 90. Tag 1. Oh, nee, ich muss aufpassen. Die dürfen nämlich nicht zu krank werden. Oh Gott, Alter, der ist hart an der Grenze. Weil die können auch sterben. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Boah, ey, wie das Geld hier schon durchgeht. Oh, der ist aber jetzt schon voll ausgewachsen. Auch nur 170, der ist ja kaum mehr wert geworden. Aber egal, die bringen uns jetzt gleich alle gut Kohle. Vielleicht, weil wir sie, hätten wir uns besser um die gekümmert, wären sie mehr wert gewesen? Glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir müssen die halt mehr kreuzen. Okay, ich bin pleite. Ich muss jetzt mal dich, hier ein Loch Ness Monster, du wirst verkauft. Oder wartet, oder wir machen das anders. Wenn die ja 170.000 wert sind, ja, ja, dann werden wir die, obwohl der Drache, doch, wir züchten den Drachen mit dem. Ja, ja, klar. Züchterin, hallo? Ich hätte gerne, ich würde hier stornieren. So, danke. Dann werden wir nämlich einmal, Palette da dürfen wir behalten. So, Manuel wird einmal verkauft. Ah, nee, warte mal, Manuel bleibt. Manuel werden wir mit Palette züchten. So, Maudado verkaufen wir. Bam. So, Manuels Mutter wird jetzt auch mal verkauft. Nessie auch verkaufen. So, den hier, mit dir spielen wir noch einmal. Dann können wir dich auch verkaufen. So, euch machen wir wieder frisch. Sehr gut. Wird auch verkauft. Was ist das eigentlich? Junge, er hat schon so ein Gesicht, als würde er gleich auf Toilette gehen. So, O-Saft, dich müssen wir leider auch verkaufen. So, O-Saft kommt weg. Maxify auch. Zombie kommt auch weg. Weil dann haben wir jetzt noch einmal Mängel und Palette. Die beiden werden schön gezüchtet. So, was kommt raus, wenn Paluten und Manuel ein Kind bekommen? Hey, der erste seiner Art. Oh, schon 185.000 wert. Geiles Ding. Oh Gott,
Ein Drache ohne Flügel. Oh Mann. Der Arme, wie er aussieht. So Leute, ich bin jetzt komplett eskaliert. Wir haben 12 Ställe komplett voll. Jetzt werden wir ein bisschen pennen. Mal gucken, wann die voll ausgewachsen sind. Darauf sollten wir vielleicht auch ein bisschen achten. Weil, nee, die sind noch nicht voll ausgewachsen. Mit dem spielen wir einmal. Weil das Gute ist, dass wir konnten diesmal so viel machen, weil wir halt so viel Kohle haben. Weil das letzte Mal, wenn wir zu viele gemacht hätten, wären wir halt einfach pleite gegangen. So, und schon geht's allen wieder gut. Dann direkt nochmal schlafen. Na, seid ihr schon ausgewachsen? Nee. Einmal schlafen. Tag 96. Ich frage mich, was bei 100 passiert. Oh, jetzt sind sie voll ausgewachsen. Let's go. 185.000. Ich meine, er ist ja nicht so viel wert wie der Anfangsdrache. Aber ich glaube, dieser Multiplikator ist auch viel höher bei Tieren, die schon gekreuzt wurden. Aber das wird so geil, wenn wir die gleich alle verkaufen können. Den will ich unbedingt behalten. Okay, so. Oh, der kann hier noch einmal. Boah, wir haben jetzt hier auch schon wieder gut Kohle weggeballert. Den werden wir einfach mal verkaufen. Den behalten. Nee, warte, der kann auch weg. Den Murdy behalten wir. So, er kommt jetzt auch nochmal weg. Auch weg. Verkaufen. Boah, Alter, der ist ja riesig. Boah, warum ist der so groß? So, einmal. Zack. Oh, vielleicht die ersten ihrer Art voll ausgewachsen, die behalte ich dann vielleicht auch nochmal. Oh, wir haben sogar 2 Millionen. Mal einmal mitspielen. Hä, haben wir den zweimal? Scheinbar. Aber der ist irgendwie noch größer. Deswegen hier, Murdy, du wirst doch verkauft. Wir behalten Susanna, Alter. So, Theresa kann auch weg. So, dann haben wir die beiden noch. Ey, Leute, wir kaufen jetzt rein beim Dompteur. Das nächste exotische Tier für 1 Million ist ein Phönix. Ist es das teuerste Tier? Mal gucken. Yo, für 800.000 Euro ein Phönix. Als ob. Ja, den kaufen wir. Junge, der sieht voll kacke aus. Ja, warte mal, aber dann werden wir jetzt den Phönix, werden wir mit so einem Drachen kreuzen. Mit unserem Drachenwal. So, warte mal. Dann gehen wir jetzt hier. Frau Züchterin, ich habe genug. Stornieren. Ja, danke. Das wird doch komplett geisteskrank. Jetzt werden wir hier. Weil ich will nicht diesen Drachen, ich will mal so einen gekreuzten. Ach ja, wir wollen ja ihn hier. So, dich einmal züchten, zusammen mit, ja, der ist auch nochmal Manuel. So, hier, Palette wird, na, den behalten wir nochmal. Hier, Manuel wird verkauft. So, und ja, du darfst auch nochmal bleiben. So, dann werden wir jetzt einmal hier Frau Züchterin. Ey, ich bin so gespannt, was die allein schon wert sein wird, wenn wir die jetzt hier draufpacken. Junge, bist du hässlich, aber du bist fast 500.000 wert. Das ist einfach nur komplett geisteskrank. Hier erhalten und auch. Oh ja, du siehst eigentlich ganz normal aus. Das sieht aus, Junge, als wäre hier hinten was exploded. Als hätte es gestern Chili con Carne, das heißt auch Tequila, Alter. So, ich glaube, einer reicht schon. Ich weiß nicht, wie hoch die Kosten letztlich sein werden. So, wir behalten die mal und jetzt werden wir ein bisschen schlafen. Oh, gleich Tag 100. 98. 99. 100! Und es ist nichts passiert. Alles klar. So, Palette machen wir einmal sauber. Das ist in Ordnung. Obwohl, eigentlich müssten wir den schon fast verkaufen. Der kostet uns nur Geld. Boah, 18.000. Alter, nur um den so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Pro Ding, einfach 18.000. Junge, das Geld geht direkt weg wie nichts Gutes. Guckt euch das mal oben an. Wir haben jetzt 600.000. Bam. Und jetzt geht's... Jo, Alter. Junge, das ist doch nicht normal. Jetzt muss ich echt aufpassen hier. Ernähren, bloß nichts Falsches drücken. Ey, die ganze Kohle ist fast schon wieder weg. Sag mal, Leute, ich kann euch jetzt hier nicht so lang. So, einmal schlafen. Seid ihr jetzt endlich... Oh ja, der ist jetzt endlich ausgewandert. Den haben wir ja sogar auch schon. Ja, ich muss den auch verkaufen, komm. Verkaufen, dann hier er. Bam, 493 wird verkauft. Ist aber krass, ist eigentlich irgendwie ein bisschen wenig. Aber bam, weg damit. Obwohl, ist halt übelst krank. Der wird auch verkauft. Bam, 1,4 Millionen. Auch nochmal ein bisschen sauber machen. Bam, verkaufen. Junge, einfach nur krass. Du wirst auch einmal ernährt. Verkauft. Bam, und zack, haben wir 2 Millionen. So, warte mal, dann gehen wir doch mal jetzt zum Dompteur. Wir gehen nochmal zu den legendären Tieren. So, 100.000 ist doch egal. Eine Spinne, als ob. Ein Mensch? What? Okay, das ist krank. Okay, das bietet so viele geile Optionen. Warte mal, ich packe jetzt hier einen Mensch.
für 160.000. Junge, das ist sowas von Manual. Aber womit kreuzen wir? Alter, halb Mensch, halb Drache. Junge, das wäre doch krass. Oder eine Spinne. Alter, wir können beides machen. Spinne oder Drache? Ich nehme Spinne. So, und jetzt... warte mal. Wir müssen die anderen stornieren, danke. So. Einmal züchten, bitte. Und einmal züchten. So, jetzt bin ich aber gespannt. So, wie sieht ein Mensch aus? Gezüchtet mit einer Spinne. Junge, er hat einfach so Spinnenbeine. Boah, das ist echt ekelhaft. So, jetzt will ich aber einmal wissen. Stornieren. Ja. Wenn wir Mensch mit Drache. Dann haben wir hier einmal... Wo ist unser Mensch? Da, Manuel. Züchten. Und einmal Palette der Drache. Züchterin. Einmal, bam. Und es kommt. Sieht das dumm aus. Ich möchte noch einen. Oh, das sieht richtig. Der sieht so mystisch aus. Ja, wie so ein aus der griechischen Mythologie. Machen wir jetzt nochmal. Warum kommt denn da immer sowas bei raus? Aber sind 180.000 wert. Ich hole mir nochmal ein legendäres Tier. Ein Chamäleon. Okay, Leute, ich würde sagen, genug gezüchtet für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier sind jetzt noch Videos verlinkt, genauso wie der traumhafte Team Paluten-Kanal. Habt noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.